Liebe Brüder und Schwestern, es heißt, auf dem Berg lässt sich Gott sehen. So geht Jesus mit seinen Aposteln, mit Petrus, Johannes, Jakobus hinauf auf den Berg. Er zieht sich zurück sozusagen in die Einsamkeit, in die Abgeschiedenheit, weil er ihnen etwas zeigen, begreifbar machen möchte. Er offenbart etwas von seiner göttlichen Herrlichkeit dort oben auf dem Berg der Verklärung. Jesus, eingetaucht in göttliches Licht, eingetaucht im Licht des Himmels, erstrahlt und zeigt somit, dass er nicht nur ein gewöhnlicher Mensch ist wie wir, sondern dass er wirklich Sohn Gottes ist. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin das wahre Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wandelt nicht im Dunkeln, im Finstern, sondern hat das Licht des Lebens. Ja, Jesus selber ist das Licht, das alle Dunkelheit der Sünde und des Todes überwindet. Er ist die wahre Sonne, die aufgeht, die aufleuchtet, die strahlt. Für das Volk Israel, aber diese Sonne strahlt bis heute. Sie strahlt auch für uns, sie strahlt in alle Ewigkeit. Dieses Licht Gottes kennt keine Verdunkelung. Diese Sonne kennt keinen Abend, keinen Untergang. Der Herr leuchtet immer für uns, er möchte unser Licht sein. Gott hat schon mit Abraham einen Bund geschlossen. Er hat ihm die Treue geschworen, sozusagen, ihm eine Verheißung geschenkt, eine wunderbare Verheißung, dass er seine Nachkommen zahlreich machen wird, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und Abraham glaubte Gott, so heißt es heute in der ersten Lesung, und dieser Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und aus Abraham wurde dann später Abraham, Vater der Menge. Ja, auf geistige Weise sind auch wir Kinder Abrahams geworden durch Jesus. In ihm erfüllen sich die Verheißungen Gottes. Er ist der verheißene Messias und er führt uns hin, er erschenkt uns die wahre Heimat. Er verheißt nicht nur ein irdisches Land wie Abraham, sondern er zeigt uns unsere wahre Heimat, die bei Gott im Himmel ist. Dorthin sind wir unterwegs, gerufen wie Abraham. Und wir sollen diesen Verheißungen Gottes vertrauen. Ja, wir sollen diesem Ruf Gottes Gehör schenken. Und heute haben wir im Evangelium gehört, wie sich ja der Vater selber offenbart auf diesem Berg der Verklärung. Das ist mein geliebter Sohn, ja, mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ja, das ist der Punkt, denke ich. Das ist das, worauf es ankommt. Auf die Stimme Gottes, ja, auf Jesus zu hören. Denn er ist selber Auferstehung und Leben. Er ist das Licht unseres Lebens. Er ist unser Retter und Befreier. Er schenkt uns durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung die Vergebung der Sünden, das neue göttliche Leben. Immer ist es die Sünde, die trennt, die zerstört, die das, was Gott verbunden hat, auseinanderreißt. Ich denke auch diese Fleischstücke,
die da Abraham Gott bringt, sind ein Zeichen für diese Sündhaftigkeit, für diese Zerrissenheit in der Welt. Auch wir sind innerlich oft zerrissen. Wir sind alle arme Sünder. Aber der Vater nimmt sich unserer Not an. Er kennt unsere Schwäche. Er kennt auch unsere Sehnsucht, unseren guten Willen. Und wie er Abraham Heil verheißen hat, so schenkt er uns in seinem Sohn Jesus die Fülle des Heils. Und diese lodende Fackel, von der wir auch in der ersten Lesung gehört haben, ist ein Zeichen für dieses Heil, das uns in Jesus geschenkt worden ist. Es ist schon zeichenhaft vorausgebildet für die Gnade, die der Vater uns in der Menschwerdung, im Leiden und Sterben seines Sohnes schenkt. Jesus ist dieses Licht, diese brennende Fackel. Er schenkt uns neu seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes ist ja, erscheint oft wie Feuer. Er möchte uns entzünden, unsere Herzen reinigen. Und er möchte all das, was die Sünde getrennt hat, wieder verbinden. Er möchte uns Einheit schenken in der göttlichen Liebe, die weit über alles Menschliche, über die menschliche Liebe hinausgeht. Nur die Liebe Gottes kann alles Trennende überwinden, kann uns Einheit schenken. Zuerst diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, aber auch die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft aller Getauften in Jesus. Herr Jesus schenkt uns Gemeinschaft. Wir sind jetzt versammelt als seine Gemeinde, als sein Volk, als das Volk des neuen Bundes, mit dem der Herr den Bund geschlossen hat, in seinem Fleisch und Blut, in seinem Opfer, das jetzt bei der Heiligen Messe wieder gegenwärtig wird. Herr Jesus erlöst uns durch sein Leiden und Sterben. Und der Apostel Paulus ist traurig im Philipperbrief. Er ist erschüttert über Menschen, die zwar getauft sind, die sich ja zwar zu Jesus bekannt haben, aber an diesem Kreuz Anstoß nehmen. Er sagt, sie leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Gott ist nicht mehr der lebendige, einzige Gott, sondern ihr Bauch, ihr eigenes Wohlbefinden sozusagen, ihr eigenes Ich. Sie suchen nur mehr das Irdische, nicht mehr das, was bleibt für die Ewigkeit. Eine Mahnung für uns, gerade jetzt in dieser Fastenzeit, dass wir uns wieder neu besinnen auf das, was der Herr von uns erwartet. Wie wir fasten sollen, wie wir beten. Nehmen wir uns wieder mehr Zeit für die Stille. Vielleicht haben wir manchmal am Tag auch eine Möglichkeit, auch wirklich uns zurückzuziehen, mit dem Herrn allein zu sein, wie die Apostel auf dem Berg. Nur so können wir dieses göttliche Antlitz Christi erkennen, können wir voranschreiten, wachsen in der Erkenntnis Gottes, können wir uns erfüllen lassen von diesem Licht des Herrn, können wir wieder neue Kraft schöpfen. Ja, eine besondere Kraftquelle ist natürlich jede heilige Messe, wo wir uns im Gebet beim Herrn, mit dem Herrn versammeln. Lassen wir uns wieder neu von ihm stärken, neu erfüllen, dann werden wir ja an dieser scheinbaren Torheit, an diesem Ärgernis des Kreuzes keinen Anstoß nehmen. Wir werden am Kreuz, am Leid des Herrn, vielleicht auch an unserem eigenen, nicht irre werden, sondern wir werden darin die wahre Weisheit und rettende Macht Gottes erkennen. Gott überwindet Leid, Schmerz und Tod, denn die Liebe Gottes ist immer mächtiger und stärker als alle Sünde, als alles Böse, als aller Hass, als die Mächte des Todes. Der Herr, er schenkt uns Anteil an seinem göttlichen Leben. Er kommt zu uns, er ist bei uns und führt uns voran auf den Weg des Heiles.
öffnen wir uns seinem Wirken, seiner Gnade. Amen.